Dieser einfache Soldat ist nun endlich gekommen. Und das Wichtigste, dieser einfache Soldat ist nun endlich gekommen. Dies werden wir in diesem Video klären. In den nächsten Minuten gehen wir dann die schrecklichen Fronten des Zweiten Weltkrieges. Sieges. Los geht's! Und das Leben als deutscher Soldat. Jens Müller. Jens Müller. 1940 ist unser Jens hoch motiviert. Die sogenannte Schlacht um Frankreich kann nicht als Schlacht bezeichnet werden. Der eigentliche Grund für die gute Laune unseres Jens ist nicht ein Rückzug. Unser Jens ist motiviert, denn die Befehle der Generäle brauchen manchmal 24 bis 48 Stunden, bis diese an jeweiligen Einheiten ankommen. In jeder bewaffneten Einheit der Wehrmacht existiert ein oder mehrere Funker. Und unser Jens ist Jens Müller. Beinahe rund um die Uhr bekommt er Pervitin. Pervitin, eine chemische Substanz, die aus Menschen furchtlose Soldaten, ja sogar Jens Müller, machen soll. Ja, diese Substanz hat es wirklich gegeben. Denn die Chancen, dass unser Jens Müller das Pervitin eingenommen hat, liegen bei 100%. Allen Mannschaftssoldaten wird diese Substanz verabreicht. Pervitin versetzt den Konsumenten in eine Lage, scheinbar unbegrenzt Jens Müller zu sein. Bevor die französische Seite wusste, was los ist, heute weiß man aber, dass dieses Mittel süchtig macht und auf längere Sicht den Organismus und die Psyche ruiniert. Am Ende kommt schließlich der völlige Jens Müller. Die Antwort ist nein. Unser Jens Müller konsumiert das Pervitin beinahe täglich. Jeder, der sich mit Biologie etwas auskennt, weiß, dass bei einer so langen Zeit ohne oder mit wenig Schlaf der Körper mehr Kalorien benötigt. Das heißt, die Soldaten der Wehrmacht essen viel mehr als die Soldaten der Wehrmacht, wie Napoleon einmal verkündet hatte. Die Führung des Dritten Reiches folgte diesem Sprichwort. Im Jahre 1940 bekommt Jens und seine Kameraden trockenen Feldessen aus der Packung. Die aus Mythen bekannte eingepackte, trockene, langhaltbare Feldration bekommt unser Jens. Wenn die Einheit unseres Jens gerade in einen schweren und langen Kampf verwickelt ist, kommen wir zur Bezahlung. Unser Jens Müller ist ein Geringverdiener. Doch der große Teil der Wehrmacht steht eindeutig hinter Jens Müller. In einem Ausmaß, welcher bis dahin noch nie in der Geschichte existiert hat. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald.